Hallo und willkommen zu einer Folge Black Desert. So, letztes Mal sind wir in den Ruinen hier rausgekommen, wo wir den Gegnerplatt machen sollen, und wir haben jetzt zig Kombos, die wir jetzt hier erstmal auf jeden Fall austesten werden. Wir fangen mal oben an. W und Q. Ja, der schnell nach vorne. Das ist auf jeden Fall gut zu wissen. W, Q und der schnell nach vorne. So, S und rechte Maustaste. Ist ja überall exklusiv, nur bei S und rechte Maustaste steht absolut. Das sah sehr, sehr, sehr krass aus. Die explodieren quasi, wir spawnen quasi Talismänner, die explodieren. Shift und linke Maustaste. Okay, deine Explosionsquadrat vor uns aus dem Bereich. Bum, bum, bum. Ding ist, dass so viele Kombos, ich werde mir das neben dem alles merken können. Ich werde ja so wahrscheinlich mal so zwei, drei Fähigkeiten haben, die hier einsetzen, das war's. Was halt natürlich, ich habe wieder, momentan wieder Cooldown, wie es aussieht. Ja, durchspammen, noch ich, brauche ich gerade einen Mana oder sonst irgendwas. Wird sich wahrscheinlich ändern, oder nicht? Das macht ja keinen Sinn. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt hier die hier gerade sehe. Mit Bam. Ist ein Explosionsbereich für uns. Welcher bei denen immer, ist das quasi ähnlich. Also, einen großen Unterschied macht das jetzt irgendwie nicht. Shift und F. Das ist eben anders aus, das ist ein krasser Wirbel um uns herum. W und E. Ein ganz kleiner minimaler Dash oder halt S und E, also wahrscheinlich rückwärts in dem Fall. Shift und rechte Maustaste. Ein Wirbel vor uns, der auch mit so einer Explosion endet. S und linke Maustaste. S und F. Das sieht ganz schön lame aus. Und das hier noch. Okay. Was weiß ich gerade, was war das hier war? Das war der. Das ist auch ein Dash, oder? Das hier war. Das kommt, weil ich gerade noch gelaufen bin währenddessen. Ich habe das hier quasi gemacht. Ich stehe gerade drauf, Shift und W. Shift und W ist auch ein Dash. Wir haben ja eben WQ gemacht. Okay. Das ist ja cool. Das hat aber jetzt quasi unser Ausweichspell, der Shift oder so. Springe ich denn nicht mehr normal? Aber wir stehen halt, ist das eine geile Wirbel, vielleicht ganz cool. Und ansonsten werde ich einfach hier irgendwie, keine Ahnung, den hier machen oder so. Fürs Erste. Aber da hat er auch irgendwie Beispiel, das ist schon irgendwie der erste Teil hier oben, ist ja Schwellenstich Stufe 3 oder so, anscheinend ja schon. Das werden ja nicht die sein, die wir nachher, zum Beispiel aus diesem Zeitpunkt, das ist ja wahrscheinlich so eine Tutorial-Mission hier halt, ne? Die werden wir dann nachher wahrscheinlich nicht mehr haben. Die Schar machen das jetzt. Wir sind alle gestorben. Alles klar. Dö. Erstmal alles zusammenholen hier. Bin jetzt. Hier nichts. Seid zu groß. Den Fehler einsetzen. Wir waren eigentlich alle One-Shot, wahrscheinlich egal, was ich einsetze. Kannst trotzdem, also wenn das schon die Kombos, die nachher alle möglich sind, seid, ich hab nachher wahrscheinlich so zwei Fähigkeiten, die ich einsetze. Der Rest ist wieder zu viel. Indeed, you were the king all along. Auf was sehen Sie jetzt? So nicht so nett.
travelers of distant times, take this body as your vessel. With this power, I can continue pursuing my charge. Shocked I betrayed the trust you gave so easily? Sorry, but you should have known better. Spiel zu Ende. Das war Black Desert. Wir sind tot. Also bin ich. Startgebiet wählen. Vorzeitliche Steinkammer für neue Abenteuer. Ihr wacht aus eurer Bewusstlosigkeit in einer mysteriösen Ruine und könnt die Geschichte nacheinander erfahren. Für bestehende Abenteuer. Nach einer kurzen Zusammenfassung der Geschichte werdet ihr gleich auf dem Berg auf der ewigen Winters eure Reise beginnen. Ja gut, wenn dann würde ich sagen, starten wir logischerweise am Anfang des Spiels, ne? Nicht irgendwo mittendrin. Abenteuer beginnen. Ah, jetzt haben wir unsere Frisur. Nicht mit dieser andere. Ich denke, hier haben Goblins rum. Wahrscheinlich scheint freundliche Goblins zu sein. Na, wo müssen wir nur hin? Was mir jetzt bei der ersten interessiert ist, falls wir gerade überhaupt unsere Fähigkeiten einsetzen können, dass wir im Taumelmodus hier drin sind. Haben wir jetzt dieselben Fähigkeiten wie eben? Wir müssen jetzt erst nacheinander freischalten. Hihi, endlich seid ihr wach. Vor eurem tiefen Schlaf. Wisst ihr, wie lange ich mich ohne euch gelangweilt habe? Aber warum schaut ihr so, als würdet ihr mich nicht kennen? Tja, ihr habt euch wohl den Kopf geprellt. Egal. Dort wartet jemand auf euch. Jemand, der irritierender ist, als er den Anschein macht. Annehmen. Andere können mich nicht sehen, macht euch keine Sorgen und geht hin. Drückt einfach Komma, um mich jederzeit herbeizurufen. Okay, schließen. So, sind wir erstmal in der richtigen Welt hier. So sieht ja ganz anders aus, haben wir ein richtiges Hut und alles. Hier unten haben wir Fähigkeiten, aber jetzt haben die quasi, haben wir die irgendwie auf 1, 2, 3, 4, 5 und nicht mehr so. Nennt man das dann Action-Modus mäßig? Da kann ich es trotzdem erst den hier machen. Das funktioniert nicht mehr. Okay. So ein Fuchsgeist, den wir da rufen. Warum ist das nicht auf 1 und 2? Warum habe ich da nichts? Das ist der. Karte bestimmt Fähigkeiten. Amulett-Training. Fuchsgeist tollen. Flamme der Seele. Wir haben ja. Das ist aber viel anderer als vorher oder so gefühlt. Kann ich die jetzt irgendwo hier einteilen? Voreinstellungen speichern. Hauptwaffe, Erweckung. Bla bla bla. Hochstufen, Abdeckungszeiten, Schnellauswahl einstellen. Ja, warum sind die auf 1, 2, 3, 4? Was soll die Kacke? 1. Was macht denn das überhaupt? Wir lesen erstmal unsere Fähigkeiten ein bisschen durch, ne? Wirf Amulette nach vorne, lässt sie gleichzeitig explodieren, um einen Schaden einem großen Umkreis zu verursachen. Okay. Abdeckungszeit, 8 Sekunden. 20 Mana. Schaden 137% mal 5. Also scheinbar wäre so 5 Amulette spawnen, ne?
So. Wird blitzschnell von einer Seele besessen. Stürmt nach vorne und überfährt den Feind vor sich. Okay, das ist quasi unser Dash. Schätze ich mal. Warum steht hier rechts noch etwas anderes? Schwarzgeist. Wir sind das normal. Ihr bereitet, bereitet ihre Amulette wie Blütenblätter in voller Blüte aus. Dann lässt ihr dann gleichzeitig explodieren, um Schaden in einem weiten Bereich zu verursachen. Auch 20 mal 13. Komm, jetzt haben wir auf jeden Fall Ablenkungszeiten. Da haben wir abgesehen. Ah, hier steht aber auch, was, da steht aber auch, was wir drücken müssen von der Tür. Hier steht natürlich rechte Maustaste. Ja, einfach rechte Maustaste. Oder wenn wir irgendwie beim Reiten nach unten drücken. Jetzt einfach rechte Maustaste ist das einfach. Von der Theorie her anscheinend. Jetzt zum Beispiel nach vorne drücken und rechte Maustaste. Da ist nach vorne drücken und Q. Also ich schätze mal, es ist aber W. Ich schätze mal nicht, dass es wirklich Pfeiltaste ist. So, okay, damit bist du auch Damage. Kommst du erstmal damit hin. Weil das Ding ist, die... Wenn das quasi unser Dash ist, dann brauche ich die nicht in der Leiste mit drin. Weil wenn es ein Dash ist, dann brauche ich die auf Q. Sind die tun wir dann erstmal hier ganz hinten. Und das werde ich dadurch eh nicht benutzen mit 1, 2, 3, 4. Also meine normalen Fähigkeiten will ich glaube ich trotzdem erstmal mit 1, 2, 3 sowas benutzen, wie es in normalen MMORPGs üblich ist. Bringt die Dao-Kraft in einen bestimmten Bereich zum Explodieren, nachdem sie konzentriert wurde. Beim Sturm verursacht, okay. 165 mal 5, damit dann ist er am meisten, ne? Und der macht irgendwie 72 mal 1, maximal 10 Treffer. Also kann ich damit 720% Schaden insgesamt machen, oder wie? Ein Schaden, zwei Schaden. Keine Ahnung. Und du? Verbreitet Magie, die sogar Seelen verbrennen kann. Um herumwandelnde Seelen-Seelen-Seite zu führen. Okay. Also probieren wir gleich erstmal mal aus, die Fähigkeiten, wenn wir schon hier rumstehen. Okay, da kommt auch so ein Geist mehr draus, nochmal abgesehen. Sehen Sie, wenn ich das rechte Maustaste mache, also habe ich ja natürlich ab in Zeit. Weil rechte Maustaste ist jetzt quasi dasselbe, ne? Ja. Ja, eine Fähigkeit kann ich aber eben noch gar nicht benutzen, weil ich sie noch gar nicht gelernt habe. Habe ich da wohl schon, oder nicht? Habe ich gar nicht, das ist aber nur der grundlegende. Vorwärts linke Maustaste. Der ist ja, gut, das ist unser Angriff einfach, ne? Das ist quasi, wenn wir das so machen, den baue ich dann quasi auch nicht auf 1, 2, 3, 4 haben. Was ist das hier unten noch? Duckt sich schnell und wirft andauernd ihre Amulette zum Feind. Okay. Wow, ich habe hier ein Amulett geworfen, krass. Warum ist die Fähigkeit hier nicht mit drin denn? Also, ich will die anderen Fähigkeiten auch gar nicht haben, dann brauche ich die auch nicht hier drin haben. Wird mir ja auch nichts. Aber die Fähigkeit ja auch noch nicht. So. 5 Sekunden Abnutzzeit, 20 Mana. Warte, hier unten haben wir noch was. Verstärke ich die Lavokraft und räume die Feinde vor sich aus dem Weg. Hier ist unser Dash wieder. Mit, nee, doch mit Shift und linke Maustaste? Nee, ist doch kein Dash. Auf jeden Fall haben wir noch eine Fähigkeit hier. Hallo? Die sollten reinziehen? Nee, hä? Hab ich das nicht gelernt? Hab ich die jetzt? Hab ich die? Nee, ich werde die anderen wieder auch gerade irgendwann rausgezogen. Ja. Nee, jetzt geht's auf einmal irgendwie. Hier ist irgendwie was anderes. Hä? Hab zu weit gescrollt gerade? Warte mal. Du bist der. Du bist unser normaler Angriff. Linke Maustaste. Du bist der da. Du bist der da. Dreht sich vorwärts und wirft eine Mitte. Warum kann ich dich nicht ziehen? Bist du ein Passive? Warte mal. Nee, aber die kann ich hier nicht rausziehen, aus dem Grund. Notflucht. Ich hab schnell die Flucht aus gefährlichen Situationen. Ja, aber dann behalten wir die Fähigkeit einfach so, wenn die anderen da nicht rausziehen können. Jetzt machen wir den hier, um. Okay. Ja, fangen wir mal an zu spielen, ja. So, Taste interagieren. I see you're awake. Nice to meet you. My name is Eden. I'm a ruins excavator. Alles klar. Ich erinnere mich an nichts. You've forgotten who you are and where you came from. By all outward appearances, you look well enough. Did you hurt your head?
Sagt er mir mehr als widersteht. Jetzt im Auge. We found you with that Atoll's heart we excavated yesterday. At first we mistook you for a mummy. What in the world happened? Worker, come hither. Haven't you heard time is black stones? Lord Jordine isn't half as patient as I. The eminent Lord Jordine must be as quick as a choppy on a full moon. Now, I would love to hear your story, but it seems like it will have to wait. I was hired to excavate the ruins down below. Since the princess's prodding eyes are upon us, let's continue our conversation there. Da funktioniert das automatisch abspielen. Okay. Und da kann er anscheinend nicht richtig reden. Hey Partner, lass die dumme Spielchen, unser Vertrag ist bindend. Und die weiße Hexe gibt es auch noch. Die Erinnerung verloren. So ein schwacher Körper. Such wenigstens die vorzeitigen Ruinen. An irgendwas werdet ihr euch schon erinnern. Aber wieso wacht ihr erst jetzt auf? Ich habe mich halt einfach zu Tode gelangweilt. Achso, er sagt dasselbe nochmal wie schon mal. Wir müssen ja weiter, ne? Erinnert euch kurz. Erinnert euch zwar an nichts Besonderes, doch ihr verspürt eine unbekannte Kraft. Von unterhalb den Ruinen. Ja. Bin ich jetzt hier fertig? Ja, ne? Herz eines Altors. Fragt über solche Ruinen. Herz eines Altors. Was ist jetzt zu dir, weil du hier im Fahrzeug von Map war? Erstmal angreifen, gut. Und die Ausgaben nehmen einfach kein Ende. Was führt euch zur vorzeitigen Steinkammer? Das sind nämlich andere Sachen. Hey, war ich das eben richtig oder war ich das? Muss ich jetzt irgendwas machen? Mal, wie kannst du F drücken für interagieren? Warum müssen wir denn R interagieren? In anderen spielen sie mal F. Ich will mit denen nicht reden. Alter, ich muss da drauf klicken. Eine merkwürdige vorzeitige Waffe. Eine riesige Struktur mit unbekannten Symbolen. Sieht nach einer Ausgrabungsstätte in den vorzeitigen Ruinen aus. Oh, you scared the daylights out of me. Are you new here? Who said you could rub your mitts on this without the princess's permission? Das kann alles funktionieren. Mit dem automatisch abspielen tut es auch nicht, ne? Über vorzeitigen Ruinen fragen. What is this nonsense? When did you start working here? How do you not know this already? Ja, aber es ist doch nicht automatisch denn irgendwie. Das funktioniert einfach gar nicht, Ich bin ein generöser Person. It's absolutely dangerous. So do not touch it. Okay. Wer ist abgeschlossen? Hey, die Kopfverletzung hat euch schreckhafter gemacht. Keine Sorge. Arthur ist nur nutzlos. Die Kraft, die wir brauchen, ist genau hier unten. Ihr spürt es doch auch. Schließlich haben wir einen Vertrag abgeschlossen. Die Rothaarige, die vorhin so herumschwadronierte. Ist wohl die Anführerin hier. Sie könnte uns sagen, wie man nach unten kommt. So, okay. Oh, this stench! How dare you stand so close? You... what? The way down to the ruins. What? Über den Weg fragen, der dir unten in die Ruinen führt. Hard I work to make this excavation happen. Need I have you all discharged to be taken seriously? I shall gladly take whatever punishment you feel is adequate once we return. But Princess, I beseech you to withhold your anger for just a moment. How dare you stand in the way of Princess Jorette of Serendia? If we were not out in the field, you would have been severely punished. Jetzt weniger, aber irgendwie, ich mache das Auto abspielen, der wieder aus. Es funktioniert aber mal gar nicht. Compel you to ask such an obvious thing. Did Murmel, originally hire you on as a mercenary? Murmelt, dass ihr ein neuer Ruinengräber unter Edan seid. Not know the ancient chamber
excavation site is directly under the command of Princess Jurette. We told Eden how important this site is, yet he dares to bring in someone so wet behind the ears. He's making it quite hard to trust him as a leader. We'll be lucky if we find anything at all before the deadline. Eden was handpicked by our eminent Lord Jordine. Do you doubt the Grand Chamberlain of Serendia's shrewdness? I sincerely apologize, Princess. That was not what I meant when I said those words. I shall punish you for your suspicions in time. For now, just concern yourself with how to restore his honor. Valinos aufwärmen wird. Yes, I shall give this new recruit a fitting task. Fortune truly favors you. Follow ruins excavation starts with picking up a pickaxe. Break the stones around that ruin and fill the cart. Okay, Felsen kannst du schon mal werden. Wegen Abschluss ziehst du dort. It's a simple task. So go to the soldier below once you are done. But I will say this once. Overconfidence is a fool's folly. Okay, das heißt, du sollst Stein zu trümmern. Ihr spürt die stechenden Blicke von Prinzessin Jurette. Also Jurette, Jurette, irgendwie sowas. Und ihrem Butler hinter euch. Jetzt hört die Felsen rund um die Ruinen. Der Felsen wurde zerstört. Geht zum Soldaten dort unten. Eden's strong new recruit finally arrived, I see. Now tell us, how did you get locked in the sights of that spoiled princess? Oh, never mind. You didn't hear me say a thing. Anyways, it seems like you know how to handle yourself. Follow me. Klar. Do you see those hungry wolves stalking about in the grass? The horses won't budge thanks to that scary lot. Sir Roig may appear like he's not watching, but he sees all. So this is the time to show your stuff, my friend. Gut, ich bin also mitten in den Wolfen drin, alles klar. Und noch länger an deine Waffe zu ziehen? Oh, alle gewonnen schon mit einer, mit meinem normalen Standardangriff. War krass. Excavator, I thought you'd get eaten live. But it seems you've some use. I'll grant you access to the ancient stone chamber. Go and help Eden finish up with the excavation. Einfach alle gewonnen schon wieder. Hey, Menschen schwach. Wir brauchen ihre Hilfe nicht. So, wollen wir uns in Ruhe umschauen? Vielleicht fällt dir uns eine gute Idee ein, was unser Vertrag angeht. Was kriegen wir hier? Nelm, was bist du? Energie, okay, Mana-Regeneration. Oder Energie halt. Anscheinend habe ich kein Mana, sondern Energie einfach. So. Und wir haben Stufenaufstieg. Wir haben Talent erlernt. Blütenspur. Weil wir haben noch viel mehr erlernt auf einmal. Was bist du denn jetzt noch? Kratzer. Bewegt sich schnell wie ein Geist und wirkt mächtige Zauber nach vorne. Okay, links, rechts. Linke Maustaste. Ziehen wir erstmal. Komm, ich kann jetzt auch nicht hier reinziehen. Hä? Kann ich noch manche Zauber irgendwie da reinziehen? Und die anderen muss ich dann quasi so benutzen? Kann ich jetzt von der Tür benutzen, wenn ich das so mache? Okay. Das ist einfach nur meine normale Angriff, wenn ich das so mache. Oder auch nicht, nee, ist auch gar nicht meine normale Angriff. Ist es schon, also der setzt das schon ein, aber ich kann es nicht in meine Leiste mit reinziehen. Wo ist das Ding? Hat das Ding aber eine Ablenkzeit von 7 Sekunden. Also ich kann es aber hier dauerhaft einsetzen eigentlich. Das kostet mir auch nichts. Da blicke ich jetzt irgendwie blicke ich da noch nicht ganz durch, muss ich sagen. Also meine linke, also meine rechte Maustaste, okay. Muss ich was bekommen? Hier unten auch noch alles. Jetzt haben wir hier unsere komische Fähigkeit, wo wir mit Q dodgen. Festnetz, den haben wir drin gehabt. Das hatten wir auch da drin gehabt. Theoretische Falle, bewegt sich geschmeidig nach hinten.
Und verteilt Amulette, die dann explodieren. Okay. Ist quasi auch ein Dodge-Spell, ne? Wenn man so nimmt. Aussichtloses Mittelmeer, verstellt allmählich die Dauerkraft und räumt die Feinde quasi aus dem Weg. Ne, das hat man schon mal, das kommt nicht rausziehen, ne? Ja. Ja, also ich die Fähigkeit nicht rausziehen kann, sind mir dann glaube ich auch relativ egal, dann haben wir Pech gehabt. Ich werde mir jetzt nicht noch 20 Kombos hinterher merken. Öffnet mit Magie das verbotene Reich, damit die Seelen nicht entfliehen können. Kann ich hier reinziehen? Ne, kann ich hier reinziehen? Auch nicht. Also die Fähigkeit haben, wie gesagt, ja mal Pech gehabt. Das funktioniert so. Das funktioniert so. Wenn ich das Q drücke, also ich muss laufen und Q drücken, ne? Zum Dodgen, also um diesen Dash zu haben. Nochmal rechnen wir unsere ganzen Kombos nochmal. Okay, ist dabei, muss man sich schon ein bisschen reinfuchsen, ne? Also wenn man wirklich damals perfekt spielen will, das Spiel, sag ich mal. Und du hast ja nachher irgendwie so über 10 Kombos, naja, dass du die auf alle richtig einsetzt. Hat ihn jetzt getroffen? Ne. Oh, one-shotted. Ich glaube, den habe ich getroffen. Warum habe ich unten, wie komme ich da rein? Ich ja alt, habe ich irgendwo eine Maus hier? Warum habe ich unten eigentlich 5000 Sachen hierbei stehen? Torsor, Schwarzgeist. Silber noch ein Programm, habe ich 100 Millionen Silber hier drin. Schwarzstein, für eine Waffe. Reißseil, Stufe 57. What the fuck? Das ist ja alles mal da drin. Halb ja mehr, weil wir haben 6 Sachen. Das sind die 6 Sachen, die ich habe. Doch hier 5 mal gespielt, einmal davon. Ja. Ich habe auch irgendwie 10.000 Sachen. Oh, es kann ja sein. Kann sein, dass ich. Dass das Sachen sind von. Der hier Blutrausch. Von einmal so ein Prime, da gibt es auch immer hier. Black Desert Sachen, ich hole mir dann einfach mal alles, was für alle Spiele, die ich irgendwie besitze irgendwo. Was heißt, die davon sind jetzt erstmal Wartung? Nee, keine Ahnung. Lass mir da auch alles drin. Ich habe auch 17 Nachrichten davon abgesehen. What the fuck? Na, ist glaube ich alles egal. Jetzt habe ich das irgendwo. Ich bin ein Level up. Gibt's auch sowas wie Attributpunkte, die ich verteilen kann? Hier bei C. Ist C mein Charakter? Nee. Neue Geschichte, ja, bla bla bla. Was habe ich hier oben alles, Alter? Instrumente, Lieferung, Arbeiter, Materialien, Juwelier. Also quasi, wenn ich jetzt zu irgendeinem bestimmten NPC will, ja. Was haben wir hier noch so? Ja, Solo, Belohnung, Renninfo, Reuschat. Dann wäre es auf jeden Fall aus. Hab ich jetzt trotzdem, muss ja irgendwo mein Charakter sein, ich habe oder nicht? Post, schließen, Questlinie. Hier mit drin. Wo habe ich meinen Charakter? Es muss ja irgendwo eine Leiste sein, wo steht, was ich drücken muss, um etwas zu öffnen. Das ist ja auch meine Skill. Meine Klasse. Manchmal ist ja K, also ich weiß nicht, dass es auch K ist. Erzählst du auf jeden Fall nicht. Okay, mal, was das hier ist. Erstmal wieder zumachen. Was ist das hier rechts noch? Begleiter. Fee. Okay, ich bin schon Stufe 6. Wir machen mein Charakterfenster auf. Okay, warte mal. Performance, allgemeine Einstellung, Grafik, gibt es denn irgendwie mal sowas wie Tastaturbelegung? Oh, hier bei Interface, Funktionskürze, wahrscheinlich. Wegwerfer CNC, cool. UI-Tastenkürze, hier, das wollen wir haben. Inventar, SI, meine Info, P für was? Für was steht denn P? Person oder was? Person? Stufe 6. Kampfstatistik, Fähigkeiten, Atem, Stärke, Gesundheit, Fitness, Arbeitsinfo. Ja, wir haben es aber auf jeden Fall nicht so was wie Attributpunkte, die wir verteilen können, dadurch ist der Level abgekommen, so wie es aussieht. Tagebuch, Belohnung. Die wird ja alle mitnehmen, ist mein Inventar halt aber voll, ne? Deswegen lasse ich die einfach, auf jeden Fall einfach mal hier drin. Weil ich nicht weiß, wo die alle herkommen. Okay, ich würde aber sagen, hier machen wir morgen weiter. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.